Shabbat shalom, ob Rabbi Na'iras. Morgen lezen wir Parsha Vayakhel Pekudei. Bevor die Priester Kohanim das Heiligtum betraten, wuschen sie sich die Hände und Füße. Das Waschgefäß wurde mit den Spiegeln abgedeckt, die die Frauen verwendeten, um sich in Ägypten für ihre Männer schön zu machen. Gott sagte Moschee, dass ihm das am wichtigsten sei, da die Frauen in Ägypten sich aus sich selber heraus dazu entschieden, am Fortbestand des jüdischen Volkes beizutragen, während ihre Männer verzweifelt waren. Dank der Verdienste der mutigen Frauen blieb das jüdische Volk bestehen, trotz der Unterdrückung. Später gaben die Frauen ihre Spiegel freiwillig als Beitrag zur Erstellung des Mischkan ab. Abraham ibn Ezra, ein Kommentator aus dem 12. Jahrhundert, nennt diesen Beitrag einen Sieg des Geistes über den Körper. Die jüdische Frau diente Gott dadurch, dass sie gute Taten über ein attraktives Äußerliches stellten. Sie spendeten ihre Spiegel. Kann so etwas Profanes, das nur auf das Äußerliche ausgerichtet ist, wohl ein Gegenstand für Kedusha, für Heiligkeit werden? Dieses war tatsächlich die Frage, die Moschee beschäftigte. Die jüdischen Frauen benutzten die Spiegel, um sich selber zu verschönern. Passt denn so etwas Mondänes überhaupt in den Tabernakel? Als Moschee diese Gaben verwarf, da sie auf Leichtsinn deuten können, sagte Gott, nimm sie entgegen. Denn die Spiegel sind mir wichtiger als was auch immer. Den körperlichen Teil unseres Bestehens sollten wir nicht zu schnell entfernen. Die Eheschließung heißt im Judentum Kiddushin, vom Wort Kadosh, heilig. Die Fortsetzung des Judentums durch die Erschaffung einer neuen Generation ist eine der höchsten Ebenen, die ein Mensch erreichen kann. Wenn ein Spiegel dazu helfen kann, gibt es keinen Grund, diesen bei der Entstehung des Mischkan auszuschlagen. Die Angelegenheit geht doch etwas tiefer. Der Midrasch verfasst die Liebe Gottes zu diesen Spiegeln mit sehr bemerkenswerten Sätzen. Mittels dieser Spiegel erfüllte diese Frau ihre Mission in Ägypten. Als ihre Männer von der schweren Arbeit erschöpft nach Hause kamen, gaben sie ihnen zu essen. Die Frauen nahmen dann die Spiegel und betrachteten sie sich selbst mit ihren Männern darin. Die Frauen verführten dann ihre Männer mit den Worten, ich bin schöner als du. So wurde das jüdische Volk zahlreich. Liebe Freunde, ein Gedanke der Hoffnung, ein Gedanke der Fortsetzung. Wir werden es durchstehen. Liebe Menschen, leider können wir uns an diesem Schabbat nicht in der Synagoge treffen. Lassen Sie uns die Gebete gemeinsam in Gedanken sprechen und hoffen, dass wir bald wieder gemeinsam den Schabbat feiern können. Shabbat Shalom.